Aber wir haben Gott auf unserer Seite, das heißt, wir gewinnen. Im Auftrag des Herrn, die Blues Brothers. Was macht man denn da? Dass man da eben die Religion irgendwo reinzimmern möchte. Ist das jetzt noch Religiosität oder ist das letztendlich dann, dass das drüber hinausgeht? Also ganz viele Menschen, denen ich begegnet bin, die haben keine Ahnung, was das Christentum dann eigentlich ist. Ich hätte das ist der perfekte Einstieg jetzt für mich und mein Anliegen. Die Würfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde von den Würfelphilosophen. Wir sprechen heute über ein, strittiges Thema. Ich bin mal gespannt. Über die Mission oder über allgemeine Mission. Ich weiß gar nicht, was euch bei Missionen da draußen im Kopf herumspukt, wenn ihr den Begriff hört, aber das können wir ja gleich mal vielleicht ein bisschen klären. Und wir haben heute eine Gästin dabei, Andrea, und die ist quasi so halb bis voll Expertin für Mission, weil sie da arbeitet im missionarischen Kontext. Und hallo, das ist schön, dass du da bist, Andrea. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein kann. Genau. Frag gleich auch mal nach, irgendwie, was du da genau irgendwie machst und so, damit die Leute das da draußen auch wissen. Aber natürlich will ich euch nicht vorenthalten, dass wir die restlichen Truppe natürlich auch mit dabei haben. Jonathan ist am Start. Hallo. Und Zeitiger. Ich bin im Auftrag Gottes hier oder irgendwie nicht. Ich weiß es nicht genau. Das ist das Einzige, was mir einfällt, so ich bin in der Mission unterwegs. Naja. Oder war das auf Blutiger Wart Gottes? Ich weiß es nicht mehr. Auftrag des Herrn, die Blues Brothers. Stimmt, das war's. Das ist nur so Popkultur, die in meinem Kopf irgendwie begeistert. Ich wüsste nicht, wieso. Genau, dafür bin ich hier oder auch nicht. Entschuldigung, ich schweife schon wieder ab. Und aus dem Urlaub frisch zurück der Alex, der beim letzten Mal ja leider nicht dabei sein konnte. Ja, hallo zusammen. Ich war auf dem schönen Madeira und jetzt bin ich wieder hier. Hast du wenigstens CO2 kompensiert in deiner Mission als Klimaaktivist? Ich habe tatsächlich mit Magenschmerzen diesen Flug in Kauf genommen, ja. Aber nach mehreren Jahren des Fastens, trotz beruflicher Zwänge hier und da, dachte ich, es geht vielleicht mal wieder. Ja. Das hat der Zeitiger schon irgendwie eine andere Art von Mission, die wir reden wollten, gerade mal ins Spiel gebracht. Mission. Ich glaube, wir haben ja unseren religiösen Experten, den Jonathan, ja hier. Jonathan, klär uns doch mal auf, was ist eine christliche Mission? Wir wollten nur eine Stunde reden, ich versuche es mal kurz zu machen. Ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. Da heißt es, da gibt es für die Jünger den Auftrag vom auferstandenen Christus. Da sagt er, geht hin, also je nach Übersetzung, geht hin und machet zu Jüngern alle Völker und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Das ist jetzt Osau und Luther Übersetzung. Manchmal klingt das auch etwas abgeschwächter. Da heißt es nicht, mache zu Jüngern, aber da kommt es her, im christlichen Bereich. Und das heißt, also seit Ewigkeiten Missionsbefehl, ist aber, habe ich letztens erst irgendwo gelesen, tatsächlich als Missionsbefehl eigentlich falsch verstanden. Und es gibt dann, daraus entwickelte sich die klassische Form von Mission. Leute gehen im 16. Jahrhundert in Ritterrüstung in Amerika an Land und taufen alle Leute, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Ich karikiere etwas. Wer nicht getauft wird, ist halt dann anders ins Paradies gekommen oder in die Hölle. Auf jeden Fall auch schnell. Das ist jetzt etwas verkürzt und polemisch dargestellt. Aber es ist immer sozusagen das Weitergeben der eigenen Religion an Menschen, die einem begegnen
seit das Christentum Staatsreligion geworden war, unter Kaiser Konstantin, auch immer mit machtpolitischen Fragen verbunden. Als Niedersachse habe ich ein ganz besonderes Verhältnis zu Widukind. Er war Sachsenfürst und wurde dann getauft im Sachsenhain an der Aller bei Verden. Und 4000 Sachsen wurden mit ihm getauft, weil die andere Variante war, sterbt. So. Und irgendwann hat sich das halt sozusagen voneinander entkoppelt. Und es gibt also heute eben auch andere Formen der Mission, die nicht mehr mit staatlicher Repression zusammengehen. Spätestens im Pietismus, das ist so 16. Jahrhundert, wichtigstes Beispiel ist Johann Hinrich Wichern, ein Hamburger, der den Adventskranz erfunden hat. Der hat gesagt, wir brauchen Mission erstmal gar nicht nach außen, sondern nach innen, weil die Leute eigentlich gar nicht mehr so richtig wissen, was sie glauben und nicht mehr so richtig im Glauben stehen, sozusagen. Die sind nicht mehr bibelfest, wissen nicht mehr, warum feiern wir Weihnachten. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, die Leute sind arm, weil es Menschen gibt, die nicht christlich handeln und die ausbeuten. Und daraus entwickelte sich die sogenannte innere Mission, die auch immer etwas mit dem Wunsch nach sozialem Ausgleich hatte, war auch dann später im 19. Jahrhundert eine Reaktion auf die Sozialdemokratie, weil man wollte bessere Bedingungen für die Arbeiter ohne sozialistischen Umsturz. Man wollte die Gesellschaftsordnung erhalten, aber den Leuten sollte es trotzdem besser gehen. Und heute, das finde ich die spannendste Perspektive, entscheidet man oder spricht man von einer Differenzierung zwischen missionarisch, das ist dieses, ich gehe hin und bringe den Leuten mein Gottesverständnis und werfe es ihnen hin und sage hier, hin zu missional, also als Adjektiv, das ist, ich komme zu Leuten, rede mit denen und gucke mal, wo die vielleicht Gott schon gefunden haben oder was denen wichtig ist im Leben und ob es da irgendwas gibt, wo das matcht mit dem, was mir wichtig ist von meinem Glauben. Und um jetzt das schönste Zitat, was ich zur Mission kenne, gleich am Anfang mal rauszuhauen, ist ein katholischer Theologe, der hat mal gesagt, Mission heißt das zeigen, was man liebt. Und das finde ich einen total geilen, weil erstens mega friedlichen und zweitens total emotionalen Gedanken, der erstmal nichts mit richtig und falsch und Wahrheit zu tun hat, sondern mit dem, wofür brenne ich eigentlich? Was ist mir das Herzensthema, von dem ich möchte, dass Menschen, die mir wichtig sind, davon zumindest mal gehört haben? Und mehr heißt das erstmal noch gar nicht. Mission heißt zeigen, was man liebt, bleibt ja erstmal bei mir. Weil ich zeige, wie die anderen dann damit umgehen, ist erstmal nicht so wichtig. Das vielleicht als ganz, ganz kurze Definition. Kürzer ging es nicht, länger muss es auch nicht sein. Ja, ja, wir wollen ja hier keinen Jonathan-Vortrag. Eine Nachfrage hätte ich dann doch noch mal, wenn das schon geht. Ja, mach mal. Warum und wem will man das denn zeigen, was man liebt? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, auch Menschen, die einem im Zweifelsfall wichtig sind, wenn ich ein Thema habe, für das ich brenne, dann will ich ja am liebsten, dass das anderen Leuten auch wichtig ist. Und das ist vielleicht am neutralsten gesagt. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe bei jemandem, ich habe das Gefühl, die Person hätte vielleicht Spaß am Rollenspielen, dann erzähle ich der davon. So. Oder wenn ich sage, Mensch, diese Person ist so in der Suchbewegung, was Spiritualität oder so angeht, vielleicht erzähle ich der mal von dem, was ich glaube, und vielleicht hilft das dieser Person, das Leben ein bisschen zu sortieren oder so. Also ich glaube, es ist immer, wenn man begeistert ist, dann will man, dass alle anderen Leute auch begeistert sind.
Vielleicht schieben wir die Fragestellung noch ein bisschen weiter zurück und nähern uns dem Thema so ein bisschen mehr an, indem wir ein bisschen mehr darüber erfahren. Weil das ist ja jetzt auch schon eine steile Vorlage jetzt gewesen, um nur direkt mal nachzufragen bei Andrea, ob das denn jetzt alles auch in der Realität so ist, in der missionarischen Arbeit. Was macht man denn da? Und ist es eher missionarisch oder wie war das andere? Missional. Missional, genau, richtig. Ja, genau, das sind direkt schon super Stichworte. Und natürlich spielt der ganze Kultur, Macht, Power, Difference und sowas eine Riesenrolle, auch heute noch, auch wenn wir das nicht mehr bewusst oder wir, sag mal, wir machen es bewusster und deswegen hoffentlich ein bisschen besser. Aber genau, also wo ich im Ausland gearbeitet habe, Leute, die das unterstützen, hier in Deutschland nennen es missionarisch-diakonischen Dienst. Es war eine Entwicklungszusammenarbeit basierend auf christlichen Werten. Also ganz klar das, was Jonathan gerade erklärt hat von der inneren Mission, aber das nach außen hin auch bringen. Und ich denke, da gibt es eben für mich auch keinen Unterschied, ob ich da mit Menschen hier in Deutschland, mit meinen Nachbarn, mit meinen Neffen rede, oder ob ich das in Tadschikistan oder sonst wo tue, ne? Ich finde dieses Zitat, das zeigen, was man liebt, ist sehr gut, ja. Ja, und dieser Unterschied zwischen missionarisch, einerseits was bringen, was sagen wollen, von dem ich überzeugt bin, und missional, also diese Idee, Gott hat hier schon was reingelegt in diese Leute, in diese Kultur, da sind schon ganz tolle Sachen angelegt, die sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das muss ich nur irgendwie ein bisschen wachrütteln oder anstupsen oder eben auch für mich finden. Das bringt mir auch wieder ganz andere Aspekte Gottes nahe, die wir in unserer Kultur überhaupt nicht wahrnehmen, aber die da plötzlich ganz stark sind. Und dann ist es eben so ein Geben und Nehmen, ne? Und vielleicht noch ein anderer Begriff, der mir in letzter Zeit oft begegnet ist, auch in der Literatur, ist die Missio Dei. Also es ist gar nicht unsere Mission, sondern es ist die Mission Gottes. Und wir sind eingeladen, da bei Gott mitzumachen, ne? Und es ist Gottes Mission, er ist unterwegs, er begegnet Menschen, er hat Menschen, Kulturen geschaffen. Und ja, wir dürfen einfach mit ihm unterwegs sein und entdecken, wo er schon am Werk ist und schon was tut, ne? Und das ist auch für jemand, der das zu Beruf macht, eine sehr befreiende Perspektive, weil dann eben nicht so das Gefühl hast, du musst jetzt den Leuten irgendwie erklären, wer Jesus ist oder so, ne? Und aber andererseits ist es halt ja ein gutes Stück Aufklärungsarbeit. Also ich habe es oft, also in der Entwicklungszusammenarbeit reden wir ja oft von rights-based approaches, also dass wir Menschenrechte den Menschen auch erklären wollen und hoffen, dass die auch annehmen und sich danach ausrichten in ihren Kulturen, in ihren Ländern, oft autokratischer oder diktatorischer Natur. Und Religionsfreiheit ist auch ein Menschenrecht. Und um mich frei entscheiden zu können, muss ich erstmal wissen, was gibt es denn überhaupt? Also ganz viele Menschen, denen ich begegnet bin in Zentralasien, die haben keine Ahnung, was das Christentum dann eigentlich ist. Und wenn ich sage, ihr habt die Freiheit, euch zu entscheiden, dann muss ich ihnen auch ein bisschen erklären, worum es geht, ne? Und ja, unter dem Aspekt eben auch dieses Mache zu Jüngern oder lehret alle Völker, ladet alle Völker ein zu lernen, steht, glaube ich, in einer Übersetzung bei dieser Stelle von Matthäus am Ende des Matthäus-Evangeliums, was Jesus gesagt und getan hat und wie er gelebt hat. Ja, ist eine große Einladung. Und dann vielleicht noch kurz auf den Begriff Befehl, finde ich auch im Deutschen total daneben. Viel schöner im Englischen. Great Commission, die große Sendung. Und the Great Commandment, also der große Befehl oder das große Gesetz ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Also das ist das Commandment oder der Befehl, dass wir Gott und Menschen lieben sollen. Und darauf basierend sind wir ausgesandt.
das genau zu tun und Menschen zu lieben und ihn dadurch bekannt zu machen. Ja. Und wie macht man das denn ein? Also ich bin jetzt mal ganz unbedarft, also ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Also ich gehe jetzt da in irgendein Land, wo es, keine Ahnung, kein Christentum gibt. Müsste man ja auch schon mal, also in der westeuropäischen Vorstellung muss man sowas ja auch schon mal mit der Lupe suchen. Wenn man den Globus dann richtig anguckt, dann merkt man erstmal, wie viel Platz und wie viele Länder es gibt, wo unser Einfluss oder unsere Prägung überhaupt noch nicht vertreten ist. Und dann fahre ich da hin und was mache ich denn dann? Stelle mich auf den Marktplatz, auf eine Tonne oder wie funktioniert das? Nee, also das würde ich zumindest nicht empfehlen, nicht in den meisten Ländern. Also ich kenne ein paar Leute, die das in Hyde Park in London machen. Da darf man das. Ich glaube nicht, dass es sehr effektiv ist im Sinne von, dass Menschen wirklich Interesse haben. Das ist dann so, ja, ich habe mich dargestellt, meiner Meinung nach. Nee, also bei mir war das so, dass ich erstmal Sprache gelernt habe. Also bin erstmal angekommen, habe dann erstmal die Landessprache gelernt. Dann eben in Projekten gearbeitet als Physiotherapeutin also meine Fachausbildung hier in Deutschland war, mit Kindern mit Beeinträchtigungen zu arbeiten und davon gab es genug. Und also da bin ich dann erstmal ins Krankenhaus, habe dann gemerkt, da müssen die Leute alle Bestechungsgelder an den Doktor zahlen, damit sie von der Deutschen behandelt werden. Dann habe ich mich mehr oder weniger selbstständig gemacht, bin dann von Haus zu Haus gegangen und habe die Leute besucht, wo ich gesehen hatte, dass die Kinder mit Beeinträchtigungen haben. Ja, habe Physiotherapie angeboten, bin zum Essen eingeladen worden, habe mit meinem sehr gebrochenen Sprachkenntnissen mich mit den Leuten unterhalten. Und dann kommt, also gerade in dem Bereich, aber eigentlich in fast allen Bereichen, wo Leute mit Krankheit, Armut, irgendwelchen Sorgen zu tun haben, ganz schnell die Frage, ist das Gottes Strafe? Und ich sag mal, dann muss ich als Christ und als jemand, der tiefste Überzeugung hat, dass Kinder mit Behinderungen keine Strafe Gottes sind, sondern dass sie absolut geliebt und ja, ganz besondere Geschöpfe sind, das auch sagen, ne? Und darüber kommt man dann zum Beispiel ins Gespräch, ne? Ich meine, gerade die Frage jetzt, haben wir gesündigt, hat Gott uns bestraft, ist jetzt eine extreme Steilvorlage, weil genau das Gleiche haben die Jünger Jesus gefragt, ne? Als sie den blinden Mann gesehen haben, ne? Wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern? Wortwörtlich steht das so im Neuen Testament. Und dann kann ich halt sagen, spannende Frage. Jesus, der bei euch ja hier, also es waren jetzt Muslime in dem Fall, ein Prophet ist, dem seine Jünger, die haben genau das Gleiche gefragt. Darf ich dir die Geschichte erzählen, was er geantwortet hat? Und dann kann man erzählen und dann kann man sehen, wo es hinführt. Ob Leute weiterreden wollen oder ob sie sagen, oh, das war schön, Dankeschön und dann ist gut. Ne? Also auf keinen Fall irgendwie aufdrängen. Aber gerade im muslimischen Umfeld, Menschen sind viel religiöser wie hier in Deutschland. Ne? Also die wissen irgendwie noch, dass Spiritualität zum Leben dazugehört und zu einem ganzheitlichen, zu einem holistischen Sein dazugehört. Und von daher sind Gespräche über Gott überhaupt nichts Komisches, ne, oder Aufgedrängtes. Also wir hatten 2010 einen großen Ausbruch von Kinderlähmung in dem Land, wo ich gearbeitet habe, und haben dann mit UNICEF zusammengearbeitet und Ärzte und Krankenschwestern ausgebildet in Physiotherapie und Lehrer, dass die Kinder wieder zurück in die Schule konnten. Und egal, welche Fortbildung mit welchem Bildungsgrad die Teilnehmer hatten, also du hast vom Virus erzählt und vom Rückenmark und bla 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 und den Alpha-Neuronen, und dann kam die Frage, aber warum hat Gott das zugelassen? Ne? Und die Kollegin von UNICEF meinte immer, Andrea, it's your turn, ne? So, weil sie da auch keine Antwort drauf hatte. Ne? Ja. Man hört dich nicht. Also ja, es ist weniger das Hingehen, auf die Tonne stehen, aktiv predigen, als eher so ein humanitärer Ansatz, so habe ich das jetzt rausgehört. Ihr leistet Hilfe in Ländern, die Hilfe benötigen.
in Bereichen, wo die örtliche Bevölkerung die Hilfe nicht so gut anbieten kann und kommt dann einfach durch das Miteinanderleben und das Miteinanderarbeiten an den Problematiken, die diese Menschen haben, ins Gespräch. Das ist ja schon mal irgendwie, also es ist jetzt für mich so ein missionarischer Ansatz, der sonst irgendwie so in der Popkultur im westlichen Umfeld eigentlich gar nicht so präsent ist, ne? Also wenn wir Mission hören, stellen wir uns was anderes vor, habe ich, also in meinem Kopf zumindest. Ich Ja, weiß nicht, wie das bei Alex und bei Zeitiger so ist, so in der es gibt halt Vorstellung. so viele Stereotypen, ne? Ja. Ja, ich hatte auch eher das im Kopf, was Jonathan vorhin noch als polemisch, stereotypisch angebracht hat, dass man da eben aufdrängend die Religion irgendwo reinzimmern möchte, wo sie eigentlich noch gar keinen Raum hat. Aber Andrea, du hast gerade was Schönes gesagt, dass, wo ich anknüpfen wollen würde und zwei Fragen habe. Das eine ist, du hast gemeint, dass die Menschen in den Ländern, wo du unterwegs warst, religiöser waren und sind als wir Deutschen hier. Woran misst man denn Religiosität? Also ich denke so im täglichen Leben, also es ist nicht unbedingt, dass die jetzt alle jeden Freitag in die Moschee gerannt sind oder so. Also die Frauen durften das auch gar nicht in den meisten Ländern. Aber ja, Gott und andere religiöse Themen wie Gebet, Fasten, aber auch so Sachen wie Engel, Geister, Dämonen spielen eine viel größere Rolle im täglichen Leben. Ne? Und im gesamten Weltbild, sorry, ich denke ganz oft auf Englisch immer noch. Works for Ja, me. ja. Und also ich habe das zum Beispiel gemerkt, die ersten paar Jahre, die ich in Usbekistan war, ich sag mal, die einzigen Leute, die so aussahen wie ich, die kannten, waren russische Ärzte oder Leute, die da gearbeitet haben während der Sowjetunion, ne? Und die ersten paar Jahre habe ich immer so diese russische Doktor-Narrative gekriegt, wenn ich gefragt habe, was ist denn mit dem Kind passiert, ne? Irgendwie bei der Geburt runtergefallen, Doktor hat falsche Medikamente gegeben, irgendwie sowas. Also die Story, die mir erzählt wurde, warum das Kind eine Beeinträchtigung hat, war darauf abgezielt, was ich wohl hören wollte. Nach ein paar Jahren, als die Sprache fließen konnte und Leute mitgekriegt haben, dass ich eine gläubige Frau bin, dass ich zum Beispiel eben in der Bibel lese, durchaus bereit bin, mit Leuten zu beten. Und dann diese Fragen gestellt habe, das hat sich irgendwie rumgesprochen im Ort. Das war ein kleinerer Ort, wo wir gewohnt haben. Wir waren noch die einzigsten Ausländer da. Und dann, wenn ich die Frage gestellt habe, dann kamen so Sachen wie, ja, die Mutter, als sie schwanger war, ist sie nachts über den Friedhof gegangen und da muss ein böser Geist in sie eingefahren sein. Oder solche Stories, ne? Der Opa ist gestorben, während die Frau das Kind geboren hat und deswegen ist da was schiefgegangen, ne? Also ich habe plötzlich ganz andere Narrative bekommen, die viel geistlicher, religiöser gefüllt waren, weil sie mich als eine religiöse Person da wahrgenommen haben, ne? Aber ich denke, dass das eigentlich die vorherrschenden lokalen Narrative waren und das andere war angepasst an das, was sie noch aus Sowjetzeiten gewohnt waren. Ne? Also das war 96, 97, noch relativ kurz nachdem die Länder unabhängig geworden sind. Ne? Ja, es ist einfach so im täglichen Leben, dass das Glaube und Gott vielmehr einfach ein ganz normales Gesprächsthema sind. Ne? Also es ist nicht so was ganz Persönliches, mit dem ich niemandem im Gesicht rumwedeln darf. Ne? Ja, das ist super spannend. Also sowas in der Richtung hatte ich auch erwartet. Dann kann ich jetzt nämlich meinen zweiten Teil fragen. Also du hast da ja dann auch was Neues kennengelernt, ein anderes Leben von Religiosität, von Glaube und ja auch dann kennengelernt, was andere lieben. Hat das dann was mit deiner Haltung gemacht, mit deinem Glauben? Ja, auf jeden Fall mit meiner Wahrnehmung, ich sag mal zum Beispiel von vielen biblischen Geschichten, weil die Kultur, in der ich da gelebt habe, der nahöstlichen Kultur, in der Jesus gelebt hat im ersten
um die Jahrtausend, wie sagt man da, also weil, als er gelebt hat, viel, viel näher ist. Ne? Also ganz viele Gleichnisse und Redewendungen, die es in der Bibel gibt, machten plötzlich Sinn, weil sie auf einer Shame-and-Honor-Kultur basieren oder weil Brot eben eine ganz große Rolle spielt im Leben. Also du würdest nie jemanden einladen und kein Brot auf den Tisch legen. Ne? Diese Geschichte, weiß nicht, ob ihr die kennt, kommt jemand nachts an die Tür und weckt das ganze Haus auf, weil sie Brot brauchen. Ne? Gibt es eine Geschichte in der Bibel und denken wir hier heute, hä? Das ist ein Blödsinn, ne? Soll ihnen halt ein Glas Wasser geben. Ne? Aber genau so war das da. Ne? Also die Leute hätten die Nachbarschaft aufgeweckt, wenn mitten in der Nacht Gäste gekommen wären, um den Brot auf den Tisch zu legen. Das wäre ganz normal gewesen. Ne? Dann gibt es natürlich echte religiöse Vergleiche. Also sag mal, Islam. Es gab natürlich auch Muslime, die versucht haben, mich zum Islam zu bekehren, sozusagen. Ne? Da muss ich sagen, da kommt Jesus einfach besser weg. vor allen Dingen für eine Frau, ne? da war jetzt wirklich nicht viel, was mich gereizt hätte, ne? Wo ich gedacht hätte, Mensch, das ist toll und das will ich. Also sag mal schon, vielleicht in Bezug auf so geistlichen Rhythmus, also zum Beispiel das mit dem Ramadan, Thema Fasten hattet ihr ja gerade, aber viele Menschen lesen im Ramadan einmal durch den Koran. Einmal durch die Bibel lesen wäre mir jetzt ein bisschen viel in einem Monat, aber ich habe dann zum Beispiel versucht, das Johannesevangelium in dem Monat einmal gerade durchzulesen oder sowas. Ne? Also sag mal, meine eigenen spirituellen Übungen anzupassen oder zu verändern mit dem, was ich da kennengelernt habe. Ne? So, solche Sachen schon, ja. Dann noch eine Follow-up-Frage und dann lasse ich wieder den Raum den anderen. Oder wir können auch wieder ins Diskutieren gehen. Du hast jetzt gerade gemeint, dass natürlich andere auch versucht haben, dann dich zu missionieren. Passiert das denn, dass Missionierende auch missioniert werden? Ja, also ich denke, das ist eben dieses, man kommt ins Gespräch und so wie ich denke, wow, da ist jemand geistlich offen und sehr interessiert an Gott. Vielleicht erzähle ich dir mal was ich mit Gott erlebt habe. Genau das Gleiche empfindet der ja auch. Boah, der ist eine Ausländerin oder ein Ausländer oder eben auch jemand aus dem eigenen Land, ne, der Interesse hat und den lade ich jetzt mal ein. Also es ist wie, wenn ich mit meiner Nachbarin hier ins Gespräch komme und ich merke, die hat Interesse an geistlichen Dingen, dann lade ich die vielleicht ein, am Sonntag mal mit in die Kirche zu kommen. Ne? Wir haben am Sonntag erst um 11 Gottesdienst, gibt hinterher Mittagessen, ne, ist mal eine gute Gelegenheit, Leute einzuladen. Ne? Und klar, so gibt es natürlich auch von anderen Religionen diese Bewegungen, ne? Und ich sag mal, die muslimische Mission, gerade jetzt in diese Länder der ehemaligen Sowjetunion und so weiter rein, ist auch relativ stark. Also da gibt es auch immer wieder Menschen aus arabischen Ländern oder aus Malaysia zum Beispiel, die als muslimische Missionare dahin kommen, um denen beizubringen, wie sie gute Moslems sind, ne? Und also es werden überall Moscheen gebaut von Katar, von der Türkei. Ne? Also die haben eher so einen Gebäudeansatz. Wir bauen jetzt erstmal die größte Moschee hin und dann machen wir die irgendwie voll. Ne? Weil bei uns würde ich sagen, es geht jetzt mehr um das Leben, als wieder darum, jetzt Kirchen zu bauen. Also das ist heute eigentlich gar nicht mehr Thema. Wo wir diesen Step also, ja auch schon hatten. Ne? Also da müssen wir uns als Christen ja irgendwie nicht verstecken. Also wir bauen jetzt hier eine große Kirche hin und dann ist halt unser, das haben wir auch gemacht. Also. Ja, gab's, ganz klar. Heute geht's zumindest in den Kreisen, wo ich unterwegs bin, eher drum, wenn Leute sich zu Hause im Wohnzimmer treffen und zusammen beten, dann ist das toll. Ne? Also viel mehr muss nicht sein. Ne? Ja. Gut. Jonathan hat sich jetzt schon die ganze Zeit gemeldet und wollte irgendwo was sagen. Ich bin gespannt. Genau. Alex, um auf deine Frage nochmal zu kommen, dieses werden missionarische Leute selbst missioniert, ist einer der Gründe, warum freikirchliche Gemeinden in Deutschland immer wachsen. Die wachsen nämlich, das ist soziologisch nachgewiesen, nicht, weil sie so viele Leute, die vorher Atheisten sind, missionieren, sondern es ist ein Querwachstum. Die Leute gehen von einer Freikirche in die nächste oder von einer Landeskirche in die Freikirche oder umgekehrt. Also viele Freikirchen brüsten sich immer, sie seien so missionarisch, aber sie sind höchstens also Detailmissionare.
sage ich immer ein bisschen spöttelnd, weil die Leute meistens, die sich von Freikirchen beeinflussen lassen, meistens vorher schon Kontakt zum Glauben haben. Und du hast ja Andrea gefragt, wie das ist, ob man auch persönlich verändert wird. Da würde ich ganz gerne sozusagen ganz kurz etwas, was mir persönlich passiert ist, skizzieren, weil ich genau das erlebt habe. Ich kam als sich sehr gelehrt fühlender Theologiestudent ins Vikariat, also in die praktische Ausbildung zum Pastor. Da haben wir so eine kurze Übung gemacht, wie wir unser pastorales Selbstverständnis haben als Priester, als Nachbar, als Lehrer und als Manager konnten wir uns in vier Ecken aufstellen. Und ich stellte mich bei Lehrer auf, weil ich wusste ja, wie man die Bibel richtig liest. Ich wusste ja, wie man XY glauben kann, weil das haben ja schlaue Gelehrte in Büchern festgehalten und die hatte ich gut gelesen. Und dann kam ich in den Probedienst und dachte, bei einem Besuch einer alten Dame, ich weiß nicht, ob ich das sogar schon mal erzählt habe hier im Podcast, dachte ich, so, jetzt probierst du mal aus, wie das ist, Vater Unser am Ende zu beten. Hatte ich noch nie vorher gemacht bei so einem Seelsorgebesuch. Ich hatte auch vorher noch nie so richtig sowas gemacht. Überhaupt, also die alte Dame wollte, dass der Pastor mal vorbeikommt, weil sie mit jemandem reden muss. Und ich kam dahin und es war eine ganz, ganz tatterige alte Dame. Und die erzählte mir aus ihrem Leben. Und habe ich irgendwann gefragt, wie halten Sie das eigentlich aus? Und dann hat sie gesagt, ich lese meinen Neukirchner Kalender, ich lese meine Losung, ich lese in der Bibel und das gibt mir Kraft. Und am Ende haben wir den Vater Unser gebetet und dann durfte ich gehen. Und dann kam ich 3 Wochen später wieder, hörte im Prinzip dieselbe Geschichte nochmal. Und am Ende wollte ich aufstehen und dann packt sie mich am Arm, hält mich fest. Und ich dachte, alte Scheiße, wo kommt denn die ganze Kraft her? Und sie sagt, Herr Pastor, wir müssen noch beten. Und dann haben wir das Vater Unser gebetet und ich merkte, wie das in mir arbeitete und ich dachte, was will ich denn der Frau beibringen? Und rückblickend muss ich sagen, hat sie mir was beigebracht. Nämlich, dass es nicht darum geht, Leuten was beizubringen, sondern Kraft zu bekommen im Alltag. Also diese Begegnung hat mich frömmer werden lassen. Ich habe von ihr irgendwie so eine, diese, diese halt, diesen Haltungswechsel gelernt. Dass es eigentlich im, zumindest im Pastorsein, um was anderes geht. Und dass es nicht darum geht, einmal sozusagen die Bibel richtig zu lesen, sondern immer wieder zu gucken, was ist denn heute für mich wichtig, was gibt mir heute Kraft. Da habe ich das sozusagen von der anderen Seite, also, und die hatte das ja nicht vor. Die hat sich ja nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die ich auch schon erlebt habe, ja, und sagen, wir müssen jetzt für den Pastor beten, damit der mal richtig fromm wird und dann wieder glaubt, dass Gott nur Männlein und Weiblein geschaffen hat. Und so, die gibt es ja auch. Aber die Frau wollte das überhaupt nicht. Die hat mir aus ihrem Leben erzählt und es hat mein Leben verändert und meinen Glauben. Ich sehe das letztendlich immer so eine Frage. Es erinnert mich insgesamt, wenn ich dem Ganzen jetzt so zuhöre, an diese Grundhaltung zum Debattieren. Wenn man in eine Debatte geht, sollte man ja immer so bereit sein, sich darüber zu freuen, wenn man widerlegt wird. Und entsprechend kann man das ja auch auf diese Missionsgeschichte betrachten. Es klang für mich eben so nach Motto, damit man Leute überzeugen kann mit seinem religiösen Weltbild, um es jetzt mal so darzustellen, muss man ja auf diejenigen Menschen ja zugehen und das ist ja eine Debatte in dem Sinne. Und deswegen fließt das in beide Richtungen irgendwo, dass man davon auch beeinflusst wird, weil man ja die guten Argumente von der Gegenseite ja natürlich annehmen muss, weil das ist ja eigentlich Grundhaltung einer guten Debatte ist. Zu sagen, okay, das hat mich überzeugt. Und anderes kann ich mir von mir weisen und sagen, nee, das überzeugt mich jetzt nicht. Und das ist halt eben auch so eine Grundsache. Deswegen sehe ich das so als Fragezeichen, ist jetzt modernes Missionieren ohne Massakrieren und anderen bösartigen Machtkampf und Machtdruck letztendlich ja eigentlich nur eine Weiterführung der Debatte auf einem Weltbild, das man halt nur zu gewissen Teilen rational erklären kann. Weil dann ist es, und
um noch weiter noch zurückzuschlagen zum Anfang der Geschichte hinsichtlich der, als eben die Menschen dann festgestellt haben in den Ländern, wo du ja warst, Andrea, da haben sie ja letztendlich auch aufgemacht, dass sie ja eigentlich auch von dem, was sie von der Religion her alleine glauben sollten, bewusst sollten, weil diese Sache mit im Islam an Dschinns zu glauben, an die sogenannten bösen Geister, die ja auch nicht wirklich böse sind, sondern so ambivalent, die können böse sein, können aber auch Gutes tun. Das ist ja etwas, was eigentlich nicht im Islam und generell den Buchreligionen, wie man so schön aus der islamischen Perspektive ja zitiert, ziehen kann, sondern es ist ja eigentlich dann wieder dieses, was man im Englischen Folktale nennt, also so Märchensagen und so weiter. Woraus ich ja ganz viel Inspiration auch für mein Rollenspielzeug eben ziehe. Das ist ja letztendlich nur so eine, ja, wir sehen, dass du auch an Geschichten in dem Sinne glaubst und sie sagen auch, dass das ist ja auch die Frage, ist das jetzt noch Religiosität oder ist das letztendlich dann, dass das darüber hinausgeht? Was ist ja, was ja Menschen, was ich mal sage, ausmacht, sich Geschichten zu erzählen? Ja, Jonathan? Es gibt also Theologie oder Gedanken über Gott gibt es immer nur in einem bestimmten Kontext. Ich versuche jetzt zwei Fäden, die ich im Kopf habe, mal zusammenzubinden. Bitte. Der Kollege Tobias Sauer aus dem Ruach Jetzt Podcast, Grüße gehen raus, hat mal gesagt, es gibt, also er hat die Begriffe Spiritualität, Religion und Konfession in einen sinnvollen Zusammenhang gebracht. Er hat gesagt, Spiritualität ist eine Haltung, die in Religion sprachfähig wird und sich in der Konfession bzw. der Kirche selbst normiert. Spirituelle Haltung, die Leute sind erstmal offen für, es gibt irgendwas zwischen Himmel und Erde, was mehr ist als mein eigenes Hirn. In Religionen einigen sich dann mehrere Leute darauf, diese Dinge gleich zu betiteln. Wenn ich sage, der Gekreuzigte ist für uns gestorben, dann wissen alle hier im Raum außer Alex auf jeden Fall und Alex hoffentlich auch, dass damit Jesus gemeint ist, Jesus von Nazareth. Alex, du grinst. Wenn ich das aber in Usbekistan auf der Straße erzähle, dann fragen die Leute alle so, hä, was? Weil sie ein anderes Sprachsystem für ihre Spiritualität gefunden haben. Das sind zweifelsfrei volks- oder also volksreligiös geprägt ist oder islamisch oder sonst wie. Und ob ich dann sage, ich bin jetzt katholisch, weil mir sieben Sakramente, einen Papst und die Marienverehrung wichtig sind, oder ich sage, es ist alles eigentlich eher von der Gnade Gottes abhängig und bin damit eher evangelisch, ist eine Frage von Selbstnormierung. Also ist nochmal auf der Religion einen drauf. Das war der eine Faden. Und dieses Ding, also da, wo Religion sprachfähig wird, das passiert immer in bestimmten Kontexten. Man spricht da immer von sogenannter kontextueller Theologie. Dieser Begriff wurde erst von universitärer westeuropäischer Theologie benutzt, um diese anderen Theologien, wo dann plötzlich sowas wie Geister, Mächte und der Gang über den Friedhof eine Rolle spielen, das, was ja bei uns nicht mehr tut. Bei uns, wir haben entschieden, das ist medizinisch nicht relevant für Schwangerschaften. Aber da spielt es ja eine Rolle, wurde gesagt, das ist kontextuelle Theologie und wir hier in Westeuropa, wir wissen das aber richtig. Wir machen Theologie und die machen kontextuelle Theologie. Das würde ich heute nicht so sagen. Unsere Theologie hat ja auch einen Kontext. Es ist immer, Theologie entsteht immer in einem bestimmten Kontext, weil man versucht, auf bestimmte Fragen, die jetzt gerade wichtig sind, Antworten zu geben. Und natürlich hat auch Mission und Theologie und überhaupt immer was mit Inkulturation zu tun. Also da, wo bei den Leuten irgendwie böse Geister eine Rolle spielen, wirst du ja versuchen, sozusagen dein System so zu bauen oder es so den Leuten nahezubringen, dass das Problem, was sie mit den bösen Geistern haben, dadurch gelöst ist. Also werden die bösen Geister, die eigentlich gar nicht in dein System reingehören, irgendwie eingebaut, damit es funktioniert. Deswegen haben wir in der christlichen Theologie ganz, ganz viel von dieser
von dieser sogenannten Erbsünde. Das ist ja so, mit Adam und Eva haben die ganze Menschheit verdorben und so. Das hat auch was, dass das so wichtig ist bei uns, hat auch was damit zu tun, weil Sühne, Schuld und Strafe für die Germanen total wichtige Kategorien waren. Und damit das den Leuten hier nahegebracht werden kann, muss es halt irgendwie auch im System eine Rolle spielen. Und die Leute, die Christen wurden hier, die haben natürlich auch irgendwie ihr altes System noch im Kopf gehabt und haben sozusagen mit denselben Begriffen gearbeitet und damit auch manche Begriffe umgebaut. Und als letztes immer, wenn du in einer neuen Sprache missionierst, passt du dein System auch wieder an, weil eine Übersetzung immer auch eine Übertragung und ein Bedeutungsschwenk ist. Also du kannst ja nicht den einen Begriff eins zu eins in eine andere Sprache übersetzen. Das geht ja gar nicht. Übersetzung ist immer Ja. Interpretation. Ich hoffe, es Das ist jetzt. Faszinierende ist halt, finde ich, dass, also ich bin total mit deiner Meinung, dass verschiedene Kulturen setzen verschiedene Akzente, aber dass, wenn wir uns die Bibel angucken, egal von welchem Kulturbild wir da ankommen, wir dann andere Geschichten finden, die aber alle irgendwo in der Bibel stehen, die da oder eine Geschichte damit mit einer anderen Linse gucken, mit einer anderen Brille gucken. Und dann plötzlich sehen, ah, das gibt ja auf diese Situation auch eine Antwort, ne? Also, wo wir von Sündenvergebung und Gnade und sowas reden, weil wir eben schuldorientiert sind, die Honor and Shame haben, die, wo es das Wichtigste ist, nicht, dass du Schuld vergeben bekommst, sondern dass deine Ehre wiederhergestellt ist. Ja, dann liest du bei Kolosserbrief, wo steht, dass unsere Schuld wurde ans Kreuz genagelt, liest du zwei Sätze weiter, da steht, und alle bösen Geister wurden in einem Spektakel hervorgeführt. Und da geht es genau um diese, dass die Ehre hergestellt wird, dass die Geister besiegt sind, ne? Zwei Verse Unterschied, ne? Wir gucken alle auf diesen einen Vers, ja, die in anderen Ländern gucken auf den nächsten Vers, ne? Bezug auf Umwelt und wir hatten ja eben schon mal von Klima und so, ne? Ist mir vor kurzem begegnet. Mit jemandem unterhalten, der sehr aktiv ist im Schöpfung erhalten, ne? Er sagte, ah, in Offenbarung, da steht, alle Knie werden sich beugen vor dem Herrn und wir werden alle Gott anbeten und so, ne? Irgendwann mal, wenn Jesus wiederkommt. Zwei Sätze weiter steht, und alle Tiere und alle Pflanzen und alles unter dem Meer und in dem Meer und die Fische und die kleinen Krabben und die Algen und alle werden Gott loben, ne? Er sagte, wieso lesen wir das nicht, ne? In unseren Kreisen? Warum fokussieren wir uns so auf den Mensch? Wir müssen die ganze Schöpfung zum Lob Gottes bringen, ne? Und ja, das sind einfach so, es gibt egal welche Not die Menschen empfinden, zumindest von meiner Erfahrung, gibt es eine Antwort darauf. Eben nicht unbedingt aus dem theologischen Gebäude, sondern einfach aus den Geschichten, die Jesus erzählt hat, ne? Oder die in der Bibel Ja, an stehen. sich auch schon ein theologisches Gebäude sind, ne? Ja, genau, aber ich sage, es geht eben ja auch nicht unbedingt darum jetzt, dass, also zum Beispiel, ich habe Menschen erlebt, die dann gesagt haben, ich glaube jetzt an Jesus und die auch getauft werden wollten, die aber gesagt haben, ich bin aber weiter Moslem. Und ich sage, weiß ich nicht, ob das geht. Ne? Also liest du denn noch den Koran und glaubst du noch an Mohammed? Nee, 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 alles, ne, ich folge jetzt Jesus nach. Und dann sagte, ja, aber wieso willst du dich denn weiter Moslem nennen? Ich sagte, ja, weil Moslem bedeutet gottesfürchtiger Mensch sein. Ich bin doch jetzt ein viel besserer Moslem wie jemals zuvor, weil ich trinke nicht mehr, ich schlage meine Frau nicht mehr. Ne? Dann so, naja, gut, dann whatever, ne? Ja. Ich hätte das ist der perfekte Einstieg jetzt für mich und mein Anliegen. Wir haben jetzt darüber geredet, was Jonathan, du hast gesagt, Religion, Konfession, Spiritualität, drei eng verwobene Begriffe, aber doch irgendwie auch voneinander trennbar. Und Andrea, du hast noch den Begriff eingebracht mit System angleichen. Man bedient sich eben an dem, was einem zusagt. Und versucht auch noch was anzubieten, eben das, was man liebt. Wann ist denn das Missionieren erfolgreich? Wann ist denn so eine Systemangleichung abgeschlossen für einen? Und wann, also was ist überhaupt Erfolg beim Missionieren?
Sehr interessante Frage. Ich sag mal, für mich persönlich, ich erlebe einfach, dass ein Leben mit Jesus Christus unheimlich erfüllt ist. Hier jetzt, da geht es gar nicht darum, in erster Linie, dass ich in den Himmel komme, sondern mir jetzt hier Kraft gibt für alles, was ich tue. Ja, mir eine Gelassenheit gibt. Und das wünsche ich, dass ich dass die Leute das auch erfahren. Geistlich ausgedrückt würde ich sagen, dass sie zu Jesus Nachfolgern werden, dass sie Jesus als Christus kennenlernen und ihm nachfolgen. Ich habe gerade letzte Woche mit einer Gruppe junger Menschen ausführlich darüber diskutiert, wann passiert das? Ich sag mal, in den Kreisen, in denen ich aufgewachsen bin auch, oder also nicht von Familie her, aber so ab Teenageralter, auch eher so pietistisch evangelikal, da war ja sehr, du musst dich entscheiden, du betest irgendwie und dann ab dem Tag bist du Christ, ne? Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich denke, das ist eine Reise. Ich denke auch, dass man eben das Jünger werden, was in diesem Auftrag steht, in dieser diesem Sendungsauftrag von Jesus. Das beginnt eben vielleicht mit dem ersten Gespräch, mit dem ersten Tee, den ich mit jemandem trinke, ne? Und solange die, sag ich mal, in Richtung Jesus unterwegs sind und lernen, interessiert sind, würde ich sagen, ist das für mich unheimlich toll. Wenn die sich jetzt in eine andere Richtung bewegen, sind es immer noch meine Freunde, sind es immer noch tolle Leute, die ich lieben gelernt habe, mit denen ich tolle Sachen zusammen gemacht habe. Aber sag mal, vom Geistlichen her würde ich sagen, das, was ich mir wünsche für sie, ist, dass sie sich immer näher eben auf Jesus ausrichten, auf das, was er gesagt hat, so leben, wie er gelebt hat, Menschen so lieben und begegnen, wie er ihnen begegnet ist. Und ja, aber gleichzeitig, ich sag mal, bei uns ist es ja immer gepaart mit der Entwicklungszusammenarbeit. Und da sind auch heute natürlich ganz viele Machtstrukturen, auf die wir unheimlich aufpassen müssen, weil in dem Moment, wo ich als Projektmanager oder sowas da bin, habe ich unheimlich Macht, ne? Weil ich stelle Leute an, ich bezahle Gehalter, ich bringe da jetzt vielleicht medizinische Hilfe oder sonst irgendwas in ein Dorf, ne? Und also ist ganz klar, Statuten vom Internationalen Roten Kreuz, niemand darf diskriminiert werden. Aber da schwingt ja noch viel mehr mit in Bezug auf, was denken die Leute, was ich von ihnen erwarte und wie sie darauf eingehen müssen. Und ein Zitat, was ich vor ein paar Jahren mal irgendwo gelesen habe, wo ich erstmal ganz schön schlucken musste und dann aber gedacht habe, doch, das stimmt total. Und das möchte ich auch, dass ich jetzt auch immer wieder weitergebe, wenn ich mit jüngeren Leuten, die neu anfangen, reden, ist: Wir wollen Menschen so weit empowern, ihre Kapazitäten so weit ausbauen durch die Entwicklungszusammenarbeit, dass sie in der Lage sind, selbstständig, unabhängig sich zu entscheiden, ob sie Jesus nachfolgen wollen oder nicht. Und wenn sie Nein sagen, also sie müssen so stark werden, dass sie Nein sagen können. Das ist dann für mich geistlich gesehen schwer, weil ich wirklich glaube, dass es mit Jesus besser ist. Aber andererseits in Bezug auf die Unabhängigkeit und auf die Förderung der Gesellschaft dort habe ich dann mein Ziel erreicht, ne? Dass die Menschen wirklich selber so unabhängig und auf Augenhöhe sind mit mir in Bezug auf Macht und Einfluss, dass sie sagen können, danke für alles, was du uns beigebracht hast, sonst was, aber deinen Glauben darfst du behalten, ne? Und dann wäre das auch ein Kompliment in dem Moment, ne? Man ist ja Also, auch eine Strukturfrage, ne? Also eine Person, die von mir abhängig ist oder wo ich halt dann Machtgefälle habe, oder auch eine Person, die nicht genug Wissen oder also die nicht auf Augenhöhe mit mir ist, die kann ich ja quasi, also die kann ich missionieren in dieser Zwangskonstellation, aber dann wird es nicht das Ergebnis bringen, was du gerade schilderst. Denn du hattest ja gerade gesagt, dein persönliches Ziel war ja, dass diese aus dem Glauben herausströmende Gelassenheit, dieses sicher verankert sein im Glauben. Und das kann
aufgefropft von einer Machtstruktur, glaube ich, auch nicht funktionieren. Und deswegen braucht es diesen ersten Schritt, erstmal die Leute hochzuholen und zu sagen, irgendwie, guck mal, so und so, so und so. Und dann entscheide selbst, ob das dir Gelassenheit bringt, was ich dir hier zu erzählen habe oder nicht. Also kann auch sein, dass gerade die feste Struktur und die normenbasierte Religion des Islam gerade viel mehr Halt oder viel mehr Gelassenheit den Menschen bringt, weil sie dann einfach nicht überlegen müssen, sondern machen einfach nur nachgucken, welche Regeln muss ich befolgen, welche nicht. So, und genau, aber erstmal diesen Schritt gehen zu können, zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Das ist, glaube ich, echt, das ist auch das Schwierige an der Aufgabe, glaube ich, weil man neigt, glaube ich, auch immer dazu, den schnellen Weg zu gehen, oder? Und der wäre in dem Fall eher kontraproduktiv, glaube ich. Andrea, darf ich noch eine provokante Frage stellen, bevor ich dann auch wieder aufhöre zu piesacken? Nee, kein Problem. Da sind wir hier. Dafür sind wir hier, ja. Ich finde das einen schönen Ansatz, ne? Zu sagen, auf Augenhöhe, du darfst die Entscheidung fällen und wenn du Nein sagst und das eben aus einem Machtgleichgewicht, pipapo, alles passiert ist, bin ich damit auch zufrieden, auch wenn es eben wehtut als Gläubige. Aber von der Entwicklungsperspektive her, ja, top. Ja. Wenn ich das jetzt mal so auf den Kopf stelle und sage, gut, jetzt entscheidet sich halt niemand für Christus, den Jesus. Und alle sind aber auf Augenhöhe. War das dann erfolgreich? Also das Missionieren, weil ja alle quasi aus freien Stücken dann gesagt haben, mir geht's so Ja. gut, wie ich jetzt bin, und ich finde das toll. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, meine Gemeinde würde das vielleicht auch anders sehen und Leute, die spenden für unsere Arbeit. Aber ich sag mal, auch wieder die Reise, auf der ich gewesen bin, die letzten 25 Jahre, weil ich sag mal, Gott hat uns ja einen freien Willen gegeben. Und wenn wir dann, wenn die Leute diesen freien Willen entdecken und bewusst und mit Wissen, was alles da ist, dann sagen, nein, danke, oder aber für uns ist das System Islam oder Buddhismus oder sonst irgendwas besser, dann ist das was Gott ja in uns angelegt hat. Und was das dann nachher für die bedeutet, Bezug auf Ewigkeit und sonst was, ob Moslems zum Schluss im Himmel sind oder nicht, ne, das ist jetzt aber eine ganz andere Frage. Und ja, ich würde liebend gerne in die Allversöhnung glauben, also dass alle Leute einfach in den Himmel kommen, aber das glaube ich ist dann doch nicht ganz so, weil ja, es gibt eben freien Willen. Wenn Gott uns einfach alle zum Schluss im Himmel einsperrt, dann war das auch nicht so, nicht so dass, also wenn ihr als Atheisten zum Schluss im Himmel sein müsst, dann wäre ja auch blöd, Müssen wir ne? mal eine Folge zu machen, irgendwie, ne? Was passiert da eigentlich nach dem Tod, oder? Ja, aber finde ich super spannend. Danke, Andrea. Das hat auf jeden Fall mein Bild von, wie Missionieren eigentlich aktuell abläuft, komplett erneuert. Dann freue ich mich. Zeitiger. Ich glaube, jetzt Jonathan noch sich gemeldet hatte vorhin. Nee? Okay. Für mich ist immer so die Sache auch, sich so gesehen aus der Komfortzone der Mehrheit zu bewegen. Das ist ja letztendlich das, was du ja versucht hast, in Ländern, die primär muslimisch geprägt sind, jemanden dazu zu bewegen, so gesehen die falsche Buchreligion anzunehmen. Was ja auch Nachteile auch hat, konsequenterweise, weil ja die Mehrheit ist ja weiterhin muslimisch und da wirst du alleine nicht viel reißen an der Stelle und da müssen die Leute schon sehr überzeugt sein und das sind ja letztendlich in der Hoffnung für so eine Mission ist ja, dass das Keimzellen für eine wie auch immer geartete Religionsgemeinschaft dann im Ort ist, aber die braucht dann halt auch ihre Zeit und so lange muss sie sich gegen die Widrigkeiten, die auch oft genug der Bibel ja auch entsprechend auch immer wieder dargestellt sind, die ganzen Widrigkeiten beim Auszug etc. Ich habe ja selber einen evangelischen Vergangenheit. Das ist ja letztendlich alles unbequem und besonders wenn du es Und es nur dann wird es interessant, wenn du, wie gesagt, zum Ausgleich eben irgendeine Art von Macht bereitstellen kannst. Also bessere Versorgung, bessere Zugänge und das Allerwichtigste, Beziehungen. Also mit Leuten, die dann
auch konvertiert sind, dass die ein Netzwerk bilden, um so gesehen sich gegenseitig zu stützen. Weil ein Einzelmensch, der geht da relativ schnell ein und wird einknicken und entsprechend dann wieder Asche auf sein Haupt wieder zurückgehen, dieser Mensch. Und wird dann einfach wieder weiterleben wie vorher. Und das ist halt auch das Problem, dass das ist halt eine Gesellschaft und Religion ist halt ein Aspekt davon. Und wenn du dich dann gegen diese Gesellschaft irgendwo orientierst und diese Gesellschaftsordnung irgendwie in Frage stellst, dann kommst du, je nachdem, wie unbequem du den aktuellen Machthabern bist, entsprechend landest du entsprechend im Knast oder wirst von irgendwelchen Leuten beobachtet. Das ist halt ein, und das ist ja in diesen Ländern, wo du warst, ja noch viel, viel krasser, weil da ist auch Korruption und sonst viel noch dazu kommt. Also wenn du da nicht richtig Leute bezahlst und so weiter, dann hast du noch viel schneller ein Problem, weil das eben eine Frage von Macht irgendwo mehr ist. Und ja, so gesehen ist Religion ja in dem Fall, man muss erstmal überhaupt eine Keimzelle haben, dass man überhaupt ein Fundament, eine Machtposition hat, auf der man sagt, okay, hier, auf der kann ich leben. Weil jeder Mensch muss, trotz allem, wir sind Menschen, wir sind auch Egoisten, müssen in erster Linie auch schauen, dass wir selber weiter existieren können oder unsere Familien, unsere Nachkommen. Und das ist ja das, was uns ja zugrunde immer antreibt. Und das ist einfach, ja, ich weiß gar nicht, wo ich meinen Gedanken endgültig als Frage jetzt formulieren wollte. Ich glaube, es ist klar, worauf ich irgendwie hinaus möchte. Vielleicht möchtest du irgendwie trotzdem darauf eine Antwort geben. Ja, auf jeden Fall. Also in Usbekistan hat, sag ich mal, die Verfolgung von Zivilgesellschaft, aber ganz klar vor allen Dingen auch christlicher Zivilgesellschaft, auch mich meinen Job gekostet, mehr oder weniger. Also wir haben 2004 gab es einen großen Aufstand im Osten des Landes, wahrscheinlich mehr Menschen umgekommen wie in China zum Tiananmen Square Aufstand, wurde aber nicht sehr viel darüber berichtet, aber die, die im Land darüber geredet haben, wir waren dann alle, also 4 Monate später wurde mir dann mitgeteilt, dass man mich nicht mehr brauchte im Land und dass ich mein Visum nicht mehr bekommen würde. Ich weiß bis heute nicht, ob ich eben mit den falschen Leuten über Politik geredet habe und über den Präsidenten und warum der Leute erschossen hat. Oder ob es dran lag, dass wir mit einer kleinen Baptistengemeinde ein Bibelseminar organisiert haben und ich mich mit dem Pastor übers Einkaufen unterhalten habe. Ne? Also ich weiß bis heute nicht genau, wo dran es lag, aber die christlichen Organisationen waren die ersten, deren Visa abgelehnt wurden. Dann kam Peace Corps und alle möglichen amerikanischen Journalisten waren noch vor uns. Die waren die allerersten. Ja, und zum Schluss haben bis auf Rote Kreuz und UN-Organisationen haben alles dann verlassen. Und dann gab es natürlich auch nicht unbedingt nur eine Christenverfolgung, sondern alle religiösen Gruppen, weil das eben dieses autoritäre System war, was sich von Religion an sich noch angegriffen fühlte. Also wenn du dir hast einen Bart wachsen lassen und regelmäßig in die Moschee gegangen bist, dann bist du auch ins Gefängnis gewandert. Und also ich hatte einmal ein Gespräch mit jemandem vom Außenministerium und der sagte dann, wir haben ja eigentlich gar nichts gegen eure Gruppen, die sind ja friedlich, aber wir haben diese Woche 4 Gruppen von Islamisten ausgehoben und zugemacht und jetzt müssen wir auch eine christliche zumachen, weil sonst haben wir hier irgendwie Revolution oder so. Ne? Klar, du brauchst Gemeinschaft, das ist sowieso. Ich denke, Christentum ist eine Gemeinschaftsreligion. Alleine Christ sein ist ganz, ganz schwer. Ja, und ich sag mal, das andere ist halt, dass im Gegensatz zum Islam, und das ist auch ein Ansatz, ich sag mal, allein schon bevor Leute zum Glauben kommen, dass das Christentum hat eine frohe Botschaft für Menschen, die leiden. Jesus hat selber unheimlich viel gelitten. Und von daher, wenn jetzt Menschen eben krank sind oder in Armut leben oder irgendwas, die und sagen, Gott hat uns vergessen, sind wir verflucht oder sowas, dann kannst du von christlicher Theologie klar sagen, nein, im Leid ist Gott bei dir und geht mit dir dadurch. Gibt es ja auch so einen tollen Psalm, ne? Vom guten Hirten, wenn ich auch wandere im finsteren Tal, er weidet mich in grüner Aue, geht das nachher weiter, ne? Also da geht's irgendwann, gibt's ein Licht am Ende des Tunnels. Und diese Botschaft hat der Islam nicht. Wenn es dir schlecht geht, dann ist Gott nicht da, ne? Dann hat er dich verlassen. Und das ist einerseits eine sehr attraktive Botschaft, die erstmal überhaupt Mut macht in einer schweren Lebenssituation, aber auch für die zum Glauben kommen und anfangen, christliche Gemeinde zu sein,
ihnen hilft, mit diesem Widerstand umzugehen. Ne? Weil ich meine, das hat, sagt die Bibel halt auch, ich meine, das haben die ersten Christen auch erlebt unter den Römern und anderen, ne? Und immer wieder. Ne? Ich meine, Christenverfolgung ist nichts Neues und ja, gibt es immer noch überall. Aber wie gesagt, es sind, ich wehre mich auch gegen die Darstellung in manchen christlichen Medien, dass in diesen Ländern Christen ganz furchtbar verfolgt werden. Es werden religiöse Menschen verfolgt. Also die Gefängnisse sind voll von religiösen Moslems in diesen Ländern. Ne? Also es sind nicht nur Christen. Also das muss man auch aufpassen, dass man das nicht für seine eigenen Zwecke irgendwie ausschlachtet. Ja. Jetzt bewegen wir uns schon auf unser Schluss zu. Und ich finde, wir haben schon sehr, sehr viel irgendwie, also ich glaube, diese Folge ist irgendwie auf einem geistigen Niveau, wo wir alle anderen noch nicht waren. Irgendwie, ich finde das ganz faszinierend, weil ich klebe auch so ein bisschen an deinen Erzählungen und von denen von Jonathan. Und die Nachfragen von Zeitiger und von Alex sind echt herausfordernd, glaube ich auch. Ich nehme für mich jetzt irgendwie auf jeden Fall dieses Bild mit, des Empowerments auf gleicher Ebene reden müssen, weil sonst kann ich eigentlich nicht über Gott reden. Also zumindest wir evangelischen Christen können nicht von Gott reden, ohne jemanden dabei ins Auge zu blicken. Von oben herab, das hatten wir mal, glaube ich. Also das funktioniert auch, aber ich glaube, heute nicht mehr so gewollt. Ja. Aber Jonathan wollte noch ein Abschlusswort finden, oder was war das gerade für eine Meldung? Ja, yeah, das ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin nämlich auch noch an Alex' Frage dran, was eigentlich Missionen und Erfolg miteinander zu tun haben oder so. Also die Frage hat mich auch die ganze Zeit beschäftigt und ich bin ja nun sozusagen im gar nicht mehr so frommen Inland unterwegs. Man muss ja gar nicht sozusagen nach Usbekistan zu fahren, um zu merken, dass man auch, dass Selbstverständlichkeiten zusehends schwinden, auch in Deutschland. Das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil man nochmal anders über Dinge nachdenkt und Dinge nicht nur aus war schon immer so begründen muss, sondern auch anders. Ich erlebe das jetzt so an der Universität, dass Leute überhaupt nicht wissen, dass es eine evangelische Studierendengemeinde gibt. Und wenn jemand nicht mit mir reden will, dann antwortet er halt auch nicht auf eine E-Mail, die ich schreibe. Also da gibt es dann einfach eine Nullreaktion. Das ist sozusagen das eine. Und für mich hat Erfolg tatsächlich irgendwie so zweieinhalb Dimensionen. Das erste ist, um mal in dieser Differenzierung, die ich vorhin aufmachte, zu bleiben, wenn die Leute, die sozusagen ganz, also wenn ich Taufeltern frage, was heißt denn für sie, ihr Kind christlich zu erziehen? Dann sagen die christliche Werte. Dann frage ich, was meinen sie denn? Dann sagen die, ja, der soll seinen Bruder nicht hauen, soll sich ordentlich benehmen, den Eltern gehorchen. Und ich höre ganz viele Dinge, die preußische Tugenden aus dem 19. Jahrhundert sind. Aber mit christlichen Werten wie Nächstenliebe, Vergebung und so weiter erstmal gar nichts zu tun haben. Und also ein Erfolg ist einfach tatsächlich auch ein Stück Wissensvermittlung. Wenn die Leute wieder wissen, was christliche Werte wirklich heißen. Das finde ich voll geil. Und das Zweite ist, ich habe ja gesagt, Mission ist zeigen, was man liebt. Wenn die andere Person erstens versteht, was ich liebe und eine Ahnung bekommt, vielleicht warum. Und alles andere, und da kommt dann sozusagen Mission an die Grenzen, da sind wir dann wieder im Missio Dei-Bereich. Ob die Person jetzt wirklich berührt ist von dem und sozusagen quasi ihre Lebensdeutung ändert und dann irgendwann von sich selbst sagt, ich bin jetzt Christ oder ich bin jetzt Christin, das liegt
überhaupt nicht mehr sozusagen in meiner Hand. Ihr wisst das schon, dass ich mit dieser sozusagen Entscheidungsform von Christentum so meine Schwierigkeiten habe. Das habe ich ja schon öfter gesagt, weil ich glaube, es gibt viele Dinge, für die man sich nicht entscheidet, die einfach passieren. Also ich hielt mich immer für einen gläubigen Christen. Und irgendwann stellte ich fest, nachdem ich die alte Frau da getroffen habe, habe ich irgendwann festgestellt, ich bin ein frommer Mensch. Und das war für mich ein totaler Shift. Aber hätte ich die Frau nicht kennengelernt und hätte die mir nicht aus ihrem Leben erzählt, wäre das vielleicht nicht passiert oder erst später. Aber ich habe mich nicht entschieden, ich will jetzt so sein, sondern irgendwann habe ich festgestellt, es gibt dieses Bedürfnis. Und ich möchte das jetzt ausfüllen und ich möchte, dass das eine Änderung in meinem persönlichen, oder ich merke, es hat sich etwas geändert in meinen persönlichen Bedürfnissen und in dem, was ich glaube und tue. Aber ich habe es sozusagen nicht bewusst herbeigeführt. Ich kann nicht sagen, an dem und dem Tag habe ich mich entschlossen, ein sogenannter Reborn Christ zu sein oder so. Und das Letzte ist das Thema auch Empowerment, ist, wenn Leute verstehen, dass Christentum, also Empowerment heißen kann, dass Mann und Frau gleichgestellt sind, dass Gott den Menschen als männlich und weiblich geschaffen hat, im adjektivischen Sinne, als zwei Punkte einer Ellipse und nicht als Entweder-Oder. Dass also das Transkind in meinem KU merkt, ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin, obwohl ich in das binäre Schema nicht passe. Und daraus eine Kraft zieht und ein getragen sein. Ich kann versuchen, ihm das zu erklären. Aber das in dem Herz und im Kopf von dem Kind was bewirkt, habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Das muss ich Gott überlassen. So viel zum Thema Erfolg von Mission. Und ich hoffe, dass mir das in ein, zwei Fällen gelungen ist. Man weiß es nicht. Das ist eben auch die Sache. Man kriegt im volkskirchlichen Bereich die Leute erst später wieder mit. Also, oder oft sieht man die Leute tatsächlich gar nicht wieder nach der Kindstaufe. Manchmal zur Taufe vom zweiten oder so. Aber das ist selten. Gerade in Gemeinden, die immer größer werden. Ja, und manche Leute tauchen einfach auch nie wieder auf. Was nicht damit zu tun hat, dass irgendwie Kolleginnen die Arbeit schlecht machen. So, jetzt habe ich irgendwie die dritte Schleife gemacht, jetzt ist er gut. Jetzt versuche ich gerade meinen Gedanken wieder zu verbinden. Hinsichtlich preußischer Tugend, die fälschlicherweise mit christlichen Tugenden verbunden werden. Wir hatten ja vorhin das Thema noch gehabt, das Andocken ans Bekannte, an den Kontext. Es gilt nicht nur für Spiritualität, es gilt auch für solche Weltlichtbilder. Und letztendlich könnte man jetzt so sagen, hat es das preußische Militär geschafft, in seiner Mission sich genau in die christliche deutsche Kultur einzunisten und so gesehen, sich zu kapern und ein bisschen zu derailen, in Ja, oder seinen Kontext zu umgekehrt, schieben. ne? Genau. Also so Ja, gesehen also hat die weltliche Macht so gesehen ihre Mission sehr gut die Kirche erfüllt. hat sich an die weltliche Macht angepasst. So, Oder ja. so rum. Ja. Beide. Kirche und. Weil Kirche Macht wollte, hat sie sich da einge. Je nachdem, wie man fragt, wird die Antwort so oder so lauten. Kirche und Bürgertum haben eine sehr, sehr unrühmliche Allianz in die eingegangen im 18. und 19. Jahrhundert spätestens. Das muss man einfach sagen. Ich wünschte mir, das wäre sehr, sehr viel lockerer verbunden. Also ich glaube, wir können rausgehen heute aus der Folge einfach mit dem Bild, dass Mission, so wie wir sie aus Kreuzzugsgeschichten oder so kennen oder aus dem mittelalterlichen Kontext oder vielleicht auch aus Missionierungsgedanken von radikalen, frommen Gemeinden, christlichen Gemeinden, dass das wenig mit der realen christlichen Missionsbewegung gerade zu tun hat, sondern dass wir Christen, evangelischen Christen, kann ich jetzt ja nur sprechen, weil wir jetzt hier ja mit Andrea, eine Vertreterin einer Bewegung da mithaben, dass wir gelernt haben aus den Fehlern der Vergangenheit und heute eben genau anders an die Dinge herangehen als das, was wir früher gemacht haben. Ob das zum Guten gereicht und ob das erfolgreich ist, Alex, das wird die Zukunft zeigen.
Ich bin da sehr positiv gestimmt eigentlich, weil ich von diesen Werten überzeugt bin, die Andrea da vermittelt und auch von der Art und Weise überzeugt bin. Wenn ich da nicht detailreich Bescheid weiß, aber das, was ich weiß, finde ich gut. Aber Und ich würde noch, ich würde ein bisschen Salz trotzdem in die Wunde dahingehend streuen. ja. Daraus gelernt zu haben, humanistischer mit der Welt umzugehen und menschenfreundlicher zu sein, wenn parallel die Macht der anderen Fraktionen, sei es nun die weltliche oder eben die anderen religiösen Arten, die wie gesagt ja überall einfach Moscheen hinklatschen oder andere Gotteshäuser und genauso die fundamentalistischen Christen in Amerika, die weiterhin ja trotz allem in gewissem Grade ihre Macht dazu nutzen, um ihren Einfluss auszuweiten. Da ist halt auch ein bisschen die Frage, wie weit dann die gemäßigten evangelischen, römisch-katholischen und altkatholischen Glaubensrichtungen nicht eventuell dann ins Hintertreffen geraten, weil sie einfach nicht so viel Prestige haben an Macht, weil der Mensch, wie gesagt, ist ein Egoist. Und die Frage ist halt, wie weit ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum das die Religiosität bei uns in Deutschland auch so zum Beispiel nach zurückgeht? Nur als Ja, also provokante These in den Raum gestellt. vielleicht wollen Menschen eher Macht als nicht Macht. Das glaube ich sogar auch, dass das einen wahren Kern beinhaltet. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, also das Zentrum unseres christlichen Glaubens ist ja eben auch die Machtlosigkeit, aus der Fantastisches heraus erwächst. Denn die bewusste Machtabgabe, das hatten wir auch in der Fastenfolge schon mal angesprochen, also die Machtaufgabe Gottes am Kreuz, das durch den Tod durchgehen müssen, das völlige Menschwerden, Machtlosigkeit bringt Empowerment. So weird das klingt. Und ich sehe Andrea schon nicken. Irgendwie, manchmal ist es halt so, dass sich das dann am Ende dann doch durchsetzt. Auch wenn der eine so lang brüllt und auf die Brust trommelt und sich groß und fett macht und mit den besten Waffen um sich schießt, am Ende ist es dann doch derjenige, der das Mitgefühl zeigt und mitleidet und bei den Menschen dabei ist, anstatt sie anzuschreien. Also ich bin überzeugt, dass das der bessere und konstantere Weg ist, auch wenn ich durchaus auch dieses Salz in der Wunde schon sehe, zeitiger. Dass es natürlich einfacher wäre, Macht aufzubauen, Macht zu nutzen, und Leute mit Machtstrukturen zuzuballern. Das haben wir gemacht in der Vergangenheit und wir waren wahnsinnig erfolgreich damit. Ansonsten wären wir nicht so viele Christen auf der Welt. Aber ob das richtig war, davon bin ich eben nicht überzeugt. Eben. Das ist ja auch die Sache der historischen Verantwortung an der Stelle. Aber die Frage ist ja einfach, moralisch überlegen zu sein, heißt am Schluss trotzdem nicht, dass man am Schluss gewinnt. Das ist halt das Problem. Aber wir haben Gott auf unserer Seite, das heißt, wir gewinnen. Genau. Und dann noch, dass du sagst, wir machen das humanistischer. Es ist ja gerade mehr christlich, mehr wie Jesus. Nicht mehr wie Menschen. Weil das, was eben die Machtstrukturen der Kirche gebracht haben, das ist ja eben gerade nicht der Weg, den Jesus vorgelebt hat und das Bild. Ne? Also ich denke, wenn wir eben diesen niedrigen Weg gehen und wenn wir eben den ganzen Menschen im Blick haben, wenn wir die ganze Schöpfung im Blick haben, leben wir viel mehr wie Jesus als wie als der Homo sapiens. Ne? Also es ist nicht unbedingt humanistischer, es ist jesuitischer. Das ist jetzt nochmal was anderes, aber gut. Ja, dann könnte man auch wieder eine Folge drüber machen. Was hat Genau. der Humanismus mit dem Christentum zu tun? Da ist es auch sehr, Ja. sehr spannend, die Frage. Ja, aber wie gesagt, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Wir könnten noch so viel miteinander diskutieren, glaube ich. Wir sind gerade echt gut im Flow. Aber jetzt bin ich erstmal in einem totalen Dilemma, weil unsere traditionelle Abschlussfrage für den Podcast, die wir am Ende machen, setzt eigentlich voraus, dass wir alle Rollenspieler irgendwie sind und Andrea ist nun Fantasy begeistert, aber nicht Rollenspielerin, noch nicht. Und ja, gehen wir mal auf den Missionierungstrip und könnten mal erzählen. Vielleicht erzählen wir Andrea jetzt erstmal, was wir denken, was Mission mit Rollenspiel zu tun hat.
Und danach weiß ich nicht, kannst du ja mal überlegen, was Mission mit Fantasy zu tun hat oder so. Also das wäre vielleicht dann eine andere, anders formulierte Frage. Weiß ich nicht, will jemand anfangen? Fange ich einfach an der Stelle an, weil ich bin ja regelmäßig im Rollenspielkontext missionarisch unterwegs, weil ich ja Teil des freiwilligen Verbunds der Leute bin, die den Uhrwerk-Support machen. Dann machen wir ja, wie gesagt, aus Freiwilligkeit, aus der Liebe am Hobby, an der Liebe zu dem Spiel, um hier mal ein paar Wörter Nicht nochmal die aufzugreifen. Machtstrukturen, ja. Genau, wir sind eine lose Struktur, wir sind weniger, aber wir wenigen sind gut miteinander vernetzt und wir sind ja auch innerhalb der Szene gut vernetzt. Deswegen sitzen der Koali, ich und andere eben auch immer wieder im regelmäßigen Austausch, um unser jeweiliges Lieblingsspiel gerade dem anderen zu begeistern, zu überzeugen. Das solltest du als nächstes spielen. Hat einen ganz coolen Twist und die Geschichte ist super und vielleicht findest du auch dort einen anderen Gott, den du viel lieber magst, weil was wir wissen aus Rollenspielen, es gibt meistens eher ein Pantheon an vielen verschiedenen Gottesdarstellungen oder Göttinnendarstellungen. Also da kann man sich wunderbar austoben. Genauso ist ja auch diese Begeisterung für griechische Sagen auch immer noch en vogue, obwohl die ja auch schon längst keiner mehr offiziell anbetet, außer vielleicht irgendwelche Discordianer wie mich. Und ja, deswegen, und im Rahmen meiner Mission freue ich mich zum Beispiel auch, dass dann es so seltsame, ja, Erfolgserlebnisse gibt, wo man da steht, okay, das hatte ich nicht kommen sehen. Der Plot Bunny Game Verlag, wo wir ja die Gästin Jasmin Neitzel hatte, die ja mitarbeitet, die ursprüngliche Gründerin, die Andrea, also die andere Andrea, nicht diese Andrea hier, sondern eine andere, die gründet, hat ja Blood Money Games gegründet und die hat so gesehen ihre allererste Rollenspielrunde damals auf der Conspiracy Online gehabt bei mir, als sie bei mir Numenera gespielt hat. Und ich finde das einfach nur herausragend, wie allein dadurch, dass sie eben diese Runde queerfreundlich mit non-binären Charakteren und sonst die aufgezogen habe und damit einfach da die Tür aufgemacht habe und dann einfach nur noch staunend nachgucke, wo diese Person jetzt hingelaufen ist. Und ich dachte, okay, das war jetzt Empowerment. In dem Sinne, ich habe hier ist das Rollenspielwelt, das kann man machen. Und dann, oh, wunderbar. Und dann so wegrennt. Und dann so, wo ist sie jetzt hin? Und dann so, cool. Einfach nur, wow. Und ich denke mir jedes Mal, das ist eins dieser wenigen Highlights. Und auch immer wieder, wenn andere Leute kommen und dann sagen, ich wurde empfohlen, dass ich bei dir meine Rolle spielen soll. Okay, es hat jetzt irgendwas von Mundpropaganda. Ich finde das sehr faszinierend und dann wird man plötzlich selber irgendwie wichtiger, als man sich eigentlich gar nicht wahrnimmt. Naja. Auf, dass du deine Macht nicht ausnutzt. Nein. Ich habe genug Macht als weißer Cis-Mann in dieser Gesellschaft. Ich möchte sie lieber teilen und Leute enablen. Und deswegen sage ich auch immer, ich mache ja immer wieder auch das Angebot, wenn ihr keine Ahnung von Technik habt und gerne irgendwie ein Actual Play machen wollt, dann haut mich gerne an, ich helfe euch gerne. Wenn ich ein paar Möglichkeiten habe und ich würde auch gerne Frauen an der Stelle, die einfach oftmals mit Technik gerade eher Probleme haben. Nee, also das ist so meine Mission. Ich möchte Leute ermöglichen, ihr Hobby, das sie lieben, eben entsprechend zu ja, auszubauen und zu daran Freude zu haben. Das ist das, was mir am meisten wichtig ist. Die Welt ist grausam genug und deswegen ist ja Eskapismus im Rollenspiel auch so wichtig, um seine geistige Gesundheit hochzuhalten. Dann mache ich mal weiter. Einen Gedanken, den ich jetzt nur noch mal kurz anspreche und den wir vielleicht für eine andere Folge noch mal aufgreifen, ist ja, dass diese Klimareligion da draußen auch so missionarisch unterwegs ist, laut vielen, vielen Menschen, die irgendwie beim Axel Springer Verlag sitzen. Und was denn ja, die Klimakrise, Religion und Missionierung miteinander zu tun haben, wäre auch nochmal so ein Nebenschauplatz von dieser jetzigen Folge. Aber was anderes ist mir aufgefallen, um mal wieder aufs Thema Rollenspiel zurückzukommen. Ich spiele gerade einen Kleriker. ist ja ganz unüblich. Und das Zitat von Jonathan, ne, man teilt das, was man liebt. Dieser Kleriker, dem ist die Mondgottheit erschienen und er hat sich verliebt. Und dadurch ist er Kleriker geworden. Und ich finde das so witzig, wie sich manchmal so der Kreis einfach schließt.
Ja, da hast du religiöse Erlebnisse im Rollenspiel, die hier erst erklärt werden müssten. Genau. Ja, Mission und Rollenspiel zeigen, was man liebt. Ich habe jetzt tatsächlich meine Live-Runde nicht davon überzeugen können, dass sie weiter Shadowrun spielen wollen. Darüber bin ich sehr traurig, weil ich diese Welt einfach sehr liebe. Ich weiß, warum Leute beim System ziemlich abkotzen, aber ich finde die Welt einfach total toll. Und jetzt ne, Empowerment anderen Leuten Credits geben, wobei wahrscheinlich haben die viel mehr Hörer als wir. Einfach nochmal Werbung für ein ganz tolles Actual Play machen. Nämlich Berlin, it's a bug, not a feature. Ist ein total geiler Actual Play Podcast im Shadowrun-Universum mit Shadowrun-Regeln und einer spannenden Story und also gefällt mir sehr gut, höre ich gerade nebenbei, sind auch so handelbare Folgen von 30 bis 50 Minuten Länge. Höre Ist ich gerade. das Deutsch oder ist es Englisch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist der Titel ist Englisch, aber das Spiel in Berlin ist Deutsch. Okay. Witzigerweise spielt es in Berlin und der Spielleiter ist Hamburger. Und das hört man total, dieses Breite. Ich kann das überhaupt nicht. Aber es ist so nett, weil für mich spielen sie dann doch irgendwie immer in Hamburg. Zeigen, was er liebt, und für die eigenen Dinge kann der Koali jetzt Werbung machen, bei denen ich ja auch beteiligt bin, die ich auch sehr liebe und schon ganz traurig bin, dass ich Sonntag nicht mitspielen kann, weil wir Besuch kriegen. Ja, also zeigen, was man liebt. Erzählt Leuten davon, wie cool es ist, Rollenspiele zu spielen, und empfehlt irgendwie Actual Plays, Rollenspiel-Podcasts und so weiter und weiter. Ich kann da eine ähnliche Kerbe schlagen. Ich hänge noch immer an diesem Gedanken des auf Augenhöhe miteinander agierens. Oder an dieser situativen Sache. Irgendwie, dass jeder so seinen Standpunkt, also seine Ecke hat, aus der er lossprintet, auf die Mitte zu. Und wir alle sehen, was für an völlig verschieden ist und auch dasselbe. Was Andrea irgendwie sagte mit diesen 10 Verse und wir lesen nur die ersten drei und die anderen lesen die letzten drei oder so, ne? Und also ich glaube, da entdecke ich auch Rollenspielerfahrungen wieder, so weil uns unterschiedlichste Dinge am Rollenspiel wichtig sind. Die einen mögen das Würfelrollen total gerne, die anderen mögen das Geschichten erzählen voll gerne. Der Dritte will einfach nur Power Gaming betreiben und der geilste Macker unter der Sonne sein. Ne, Alex verliebt sich in eine Mondgöttin. Und ja, also ich will da vielleicht auch mal hin, dass man vielleicht auch mal reflektiert, irgendwie aus welcher Ecke starte ich eigentlich? Und wo ist eigentlich das Ziel, auf das ich hinsteuere irgendwie? Und haben wir eigentlich das? Lesen wir die gleichen Verse, wenn wir miteinander spielen? Oder hängen wir an verschiedenen Ecken fest und kommen gar nicht zusammen? Also das ist auch noch eine interessante Sache, obwohl die Verse ja irgendwie zum gleichen Text gehören. Und ja, so eine Reflexion schadet, glaube ich, nie, auch im Rollenspiel nicht. Und jetzt kommen wir zum Fantasy. Ja, oder ich habe eine Frage an euch, mit Mission und Rollenspiel zu tun hat. Maybe, Ja. vielleicht, wenn ich euch jetzt so zugehört habe, vielleicht sage ich das zum, oder frage ich das zum Abschluss. Wie viel von der Rolle, die ihr spielt, ist noch ihr selber? Weil ich denke, wenn ich jetzt mir so vorstelle, wenn ich eben im Ausland war, es ist schon eine gewisse Rolle, die man auch spielt. Man zieht sich anders an. Also ich bin auch in Afghanistan schon mit Burka rumgelaufen, oder ich sitze nur noch auf dem Fußboden beim Essen statt am Tisch, und ich rede eine andere Sprache, ich mache mir die Haare hoch, und ja, also ich bin einerseits jemand anderes, andererseits bin ich eben doch noch ich selber im Kern, ne? Und das eben, was ich glaube und was mir wichtig ist und was ich liebe, bleibt das Gleiche. Und also ich, nach fast 22 Jahren zurück nach Deutschland gekommen bin,
ist mir die deutsche Rolle sehr, sehr schwer gefallen für etliche Jahre. Also das hat wirklich 2, 3 Jahre gedauert, bis ich wieder voll angekommen bin. Und es gab sehr vieles, was mir hier so total seltsam vorkam. Und viele meiner Freunde und Bekannte hier, also ich bin wieder in das Dorf zurückgezogen, wo ich losgezogen bin, 96, ne, waren so der Mann, ja, Andrea ist wieder da, ne? Und ich war nicht mehr Andrea, ne? Ich war sehr anders. Ja, und das ist vielleicht so eine Frage fürs Rollenspiel. Wie viel Essenz ist noch von euch selber da in den Werten oder sonst was, was ihr da spielt? Und wie viel geht ihr ganz in der Figur auf, die ihr angenommen habt? Wenn ich da gerade kurz rein erzählen darf, das ist eine so schöne Frage. Die ist ja so schön. Weil, also ich denke, gerade wenn man sich mal wirklich professionelle, hochkarätige SchauspielerInnen anschaut, die spielen dir ja alles weg, was du denen gibst. Ja, da ist ja völlig egal. Ich jetzt im Privaten, ich suche mir ja als Spieler Rollen aus, wo ich Bock drauf habe. Meistens sind das dann Charaktere, die Eigenschaften von mir mal überspitzt darstellen oder in denen ich Eigenschaften, die ich gerne mal ein bisschen üben möchte oder die ich ein bisschen ausschraffieren möchte, mal ausprobiere. Ja, also das ist so mein Ansatz. Als Spielleitung hingegen muss ich ja auch die bösen Buben mimen und alle anderen, die noch dazwischen sind. Und das ist dann manchmal schon schwierig, da dann auch, ich meine, wir sind ja alle Menschen, wir haben alle irgendwie alles in uns und nur in unterschiedlichen Ausprägungen, die Ausprägungen dann zu spielen, die ich eigentlich nicht so gerne mag. Das ist dann so eine kleine Hürde bei mir, die andere vielleicht nicht haben. Aber im Großen und Ganzen, bei mir ist es zumindest so, ich schnapp mir das, wo ich Bock drauf habe, das mal auszuprobieren oder zu überspitzt darzustellen. Ich glaube, wir kommen alle nicht aus unserer eigenen Haut heraus und jeder Charakter, den wir spielen, also abgesehen davon, wenn man Profi-Schauspieler ist, obwohl auch da würde ich sagen, auch da gibt es minimale Anteile der eigenen Persönlichkeit immer noch, die vorhanden ist. Aber im Rollenspiel selber, weil man sich ja die Rolle selber wählt als Spielerin, hat man immer eine kleine, eine Verbundenheit zu sich selbst. Auch wenn man, wie der Jonathan in Shadowrun, irgendwie den Shotgun alles um sich ballernden Ork spielt, der 2 Meter groß ist oder keine Ahnung was, was der Jonathan nicht ist. aber er hat da gesagt, irgendwie, er hatte als Teenager, wo er diesen Charakter erfunden hat, irgendwie das Bedürfnis, ich möchte mal machtvoll sein. Und diesen Aspekt von sich hat er in seinen Charakter übertragen. Und hat dem Raum gegeben. Genauso ist das, was der Zeitiger eben gesagt hat von der Con, wo queere Menschen halt auch bei ihm in der Runde sitzen. Ich habe das schon öfters gehört, dass gerade queere Menschen sich ausprobieren im Rollenspiel, wie es ist, einen Charakter des anderen Geschlechts oder einen nicht-binären Charakter zu spielen und ob sich das richtig anfühlt und so. Oder ich habe schon probiert, halt auch religiöse Fanatiker zu spielen und habe dann festgestellt, dass das ganz schwierig ist, mich in dieses Mindset hineinzuversetzen. Irgendwo kann man da andocken, aber nicht. Also ich habe es dann wieder sein lassen, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Und so ist halt jede Rolle, die man verkörpert, irgendwie so ein Teil von so eine Art Selbstreflexion oder so ein Erfahrungsding. Und das macht das Ganze auch so spannend und so toll, weil man sich eben ausprobieren kann. Meine Charaktere können sich genau wie ich überhaupt nicht gut streiten. Das ist, ich kann irgendwie immer sehr meinungsstark sein, aber mir fällt es sehr, sehr schwer, Konflikte zu spielen. So auch, also oder gerade innerhalb der Spielergruppe. Also mit dem bösen NSC ist das kein Problem. Aber eine Meinungsverschiedenheit mit einem anderen Spieler oder mit einem anderen Charakter zu haben, fällt mir, also da merke ich das so, wie viel von mir da drin steckt. Ja.
Bei mir ist es als Spielleitung immer ein bisschen anders, weil ich 90% die Spiele leite. Und deswegen bin ich immer so die komplette Gesellschaft, die komplette Welt. Und mir persönlich fällt es immer dann schwer, wenn die Charaktere, die ich für die Welt simulieren muss, sehr nihilistisch sind. Also mir doch alles egal, die Welt geht eh vor die Hunde und so weiter. Das ist etwas, was ich nicht teile. Deswegen mag ich diese schwarzen Charaktere gar nicht. Deswegen mag ich aber auch sehr die schwedischen Rollenspiele, weil die meisten NSC, also nicht Spielercharaktere, also die Charaktere, die ich als Spielleitung formiere, die sind in diesen Systemen halt immer grau. Also die sind zu gewissen Teilen böse, die sind aber zu gewissen Teilen gut. Und es ist immer die Frage, was ist deren Motivation? Was ist deren Agenda im Hintergrund? Und damit kann ich immer dann sehr gut anfangen anzubinden und zu sagen, okay, ich nehme das als Rolle jetzt an und versuche im Sinne dieses Charakters zu agieren. Und gehe da auch teilweise auch sehr resolut dagegen vor, gegen die Charaktere, wenn das Teil meiner Agenda ist, weil sie mir im Weg stehen. Aber sie machen es nicht aus, bin einfach nur böse und hier, Mr. Bond, ich streiche jetzt meine Mad-Katze und sie sind jetzt meine Falle gelaufen. Das ist einfach eine Karikatur, wo ich einfach sage, nee, das ist albern. Das kann man mal spielen, aber länger macht man das nicht, weil irgendwann fängt man als Spielleitung auch noch an, nur zu lachen. Weil man da steht, okay, das ist jetzt einfach nur surreal und dämlich, kann man machen, wenn man auf Komödien Spaß hat, aber wenn man das ernsthaft betreibt mit einer ernsthaften Geschichte, nee. Und wenn ich in die seltene Situation komme, dass ich selber Spieler bin, dann ist es natürlich immer so eine Sache, dass ich da was reintue, was ich real bin, aber es eben mit etwas ausstaffiere, was ich nicht sein kann oder wo ich mich ausprobieren möchte, um nochmal auf Koalis Anspielung kommen. Und ich weiß für mich, ich bin definitiv nicht queer, weil ich habe keinerlei Anbandungen, aber ich kann es durchaus respektieren. Also ich kann solche Charaktere spielen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich bin selber dann ein Abziehbild davon. Es tut ja auch einem Mann auch mal ganz gut, auch mal seine weibliche Seite zu entdecken und umgekehrt, ne? Ja, ich hab immer das Gefühl, wenn ich weibliche NSC spiele, dann bin ich immer so Monty Python-mäßig. Ist Abzugsfolge ja anwesend? Nein, hier. Das fällt mir immer schwierig. Deswegen bin ich da auch immer mit Sexszenen, Romantik auch immer so. Also, das ist etwas, wo ich am meisten Probleme habe. Deswegen ist das persönlich immer es gibt immer Sicherheitstechniken im Rollenspiel, wo geht es einem persönlich zu nah? Und da sage ich immer, ich habe Probleme, wenn mein Charakter flirtet mit anderen Spielcharakteren. Mit der Leitung hab ich kein Problem, weil das sind ja die Spielleitung formiert immer mehrere Charaktere. Da sind die nie so tief. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, mit einer anderen Spielfigur zu flirten, fühlt sich das immer an wie Fremdgehen. Das ist so meine persönliche Komfortzone, die ich dann verlasse. Nein, ich möchte das nicht. Da hatte ich persönlich meine größten Probleme, als ich damals das Jane Austen-Rollenspiel gespielt habe, wo es eben darum geht, eine gute Partie zu machen und eine Hochzeit anzubahnen. Und ich habe mich da so schmutzig gefühlt und gesagt, okay, das ist definitiv nicht meine Spielwelt. Ich brauche etwas anderes. Muss Bisschen man mehr ja auch nicht Distanz, machen. weniger Romantik. Romantik mache ich nur mit meiner Ehefrau, das war's dann. Eure Frauen auch. Gut, nee, herzlichen Dank, das ist total spannend, ey. Ja. Ja, jetzt haben wir fast so lange Rollenspiel geredet. Immer Mission. Ja, nach da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen aus dem Podcast. Vielen Dank an Andrea, dass du mit uns gequatscht hast. War ganz toll, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast, um mal Rede und Antwort zu stehen. Danke für die Einladung. War total Und spannend. Ja. wenn ihr da draußen irgendwelche Themen habt, die ihr besprechen möchtet, wo ihr euch gut auskennt, meldet euch ruhig. Wir haben gerne Gäste und Gästinnen hier. Jedes Thema ist auch gern genommen. Nehmen Vorschläge gerne entgegen. Und ja, dann hören wir uns dann auch nächsten Monat hoffentlich wieder zu einem völlig anderen Thema. Wir haben heute wieder ganz viele Ansätze gebracht, was wir mal machen könnten. Irgendwann wird es dann auftauchen. Ich glaube, Themen gehen uns nicht Nun aus. etwas komplett anderes. Genau, nun etwas komplett anderes. Ja. Gut, wollt ihr noch irgendwas zum Abschied sagen? Ansonsten sage ich Hab mich gefreut. zum nächsten Mal. Oh, Tschüss. tschüss. Ciao.